Heute haben noch nicht alle ihre Uniformen an, denn hier findet eine Probe statt. Die Stadtwache vom Stralsunder Traditionsverein probt hier das letzte Mal vor ihrem großen Auftritt. Wochenlang haben sie sich schon getroffen, damit das St. Martin-Spiel auch in diesem Jahr wieder klappt. Seit sich die Wache 2019 gegründet hat, ist auch das Martinsspiel mit dem Laternenumzug durch die Stadt in jedem Jahr ein fester Termin bei ihnen. Sie unterstützen so die Kirchengemeinden beim Wachhalten dieser jahrhundertealten Herbsttradition am St. Martinstag. Der bringt am 11. November jeden Jahres mit Laternen und Schauspiel Licht in die Herbstfinsternis. Ein Fest der Nächstenliebe. Früher ein Einstimmen der Gemeinschaft in die Härte des Winters, die man nur gemeinsam bestehen konnte. Knapp 1000 Teilnehmende hat die Polizei in den vergangenen Jahren unter der Woche gezählt. In diesem Jahr fällt das Fest zum ersten Mal auf einen Samstag. Die Spannung steigt. Und auch die Neugier darauf, wie viele Spenden in diesem Jahr beim angeschlossenen Spendenmarkt zusammenkommen. Eine Jugendeinrichtung der Stadt profitiert davon. Für die Technik auf dem alten Markt kann der Stralsunder Traditionsverein auch in diesem Jahr Sponsoren gewinnen. Ehrenamtliches Engagement für den sozialen Zusammenhalt der Stadt. Jedes Event ein kleines Abenteuer. Aber auch das macht den Reiz aus für die Abenteurer von der Stralsunder Stadtwache.